herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Spielreihe. Diesmal spielen wir wieder FIFA 21 und zwar dem beliebten Hannover 96 Modus. Ich habe mich sehr darauf gefreut, wollte aber am Anfang wieder Volta fertig machen, das habe ich getan. Waren ja diesmal nur 5 Folgen. Und jetzt kümmern wir uns wieder um Hannover 96. Habe ich absolut Bock drauf. Es ist ja auch schön, dass die aktuellen Kader endlich da sind. Habe ich ja schon einmal gezeigt. Bei Volta, glaube ich, noch. Ja, keine da. Das aber die Kader endlich. EA. Endlich die Kader aktuell sind. Ansonsten habe ich endlich ein bisschen Licht hier in die Bude gebracht. Damit es ein bisschen heller ist. Wird wahrscheinlich so bleiben, ich weiß es noch nicht genau, aber ich bin eigentlich so ganz zufrieden, habe ich heute erst dran gemacht. Und ja, ich würde sagen, wir haben lang genug geredet. Gehen wir rein in den Karrieremodus und spielen Hannover 96. Ich freue mich wirklich drauf, ich habe noch nichts davon gespielt, keine Karriere, kein gar nichts. Ich habe zwar gelesen, dass es einige Änderungen gibt, aber ja, wir überzeugen uns selbst. Auf geht's. Einstieg in Karriere. Aktuell runterladen geht nicht. Aktuellen Kader verwenden. Das wollen wir. Manager-Karriere, Spieler-Karriere. Übernimm deinen Lieblingsverein und triff in sämtlichen Management- und Taktikfragen die Entscheidung. Du bist auch dafür verantwortlich, die strategischen und wirtschaftlichen Ziele des Vereins in diversen Kategorien zu erreichen. Manager-Karriere. Stand da nicht immer Trainer-Karriere? So, der gute Kotschak. Oh, hier ist Xavier Naidoo, du machst auch mit. Krasse Typ mir. Was ist das hier zur Hölle? Rick Grimes oder was? Ja, nicht Rick. Karl? Von The Walking Dead. Wieso hat der Cowboy-Hut? Ich hab noch nie einen Trainer gesehen, der einen Cowboy-Hut auf hat. Also zumindest nicht irgendwo an der Seitenlinie, was er privat treibt. Keine Ahnung, aber an der Seitenlinie. So, wir müssen Kenan Kotschak bauen. Ich glaube, da trifft der es hier am meisten, oder? Gut, der Bart muss noch weg. Aber sonst, glaube ich, kommt der schon gut hin. Wir nehmen den. So, Vorname. Kenan. Kenan. Kotschak. So. Schreibt man das so? Was ist das für ein Landsmann? Türke, oder? Warte, ich gucke mal kurz das Handy hier. Gucke mal. Kenan Kotschak. Habe ich sogar richtig geschrieben, oder? Kotschak. Ja. Gut, im Original Türkischen hat er wohl da noch so ein, unter dem C so einen komischen. Ich weiß nicht, sieht man das hier? Na? Ich weiß nicht, ob man das sieht. Da, warte, wo steht denn wo? Da, ja, da oben. Da. Da, unter dem C hat er noch so ein. Im Original. Also wahrscheinlich die türkische Schreibweise. Deshalb glaube ich fast, dass er Nationalität Deutsch ist. Nationalität Deutschland. Aber er ist in der Türkei geboren. Geburt in Türkei. Aber hier steht Nationalität. Er ist in der Türkei geboren. 1981, am 5. Januar. Ein ehemaliger deutsch-türkischer Fußballspieler und heutiger Trainer. Aber ohne Spaß, bei Transfermarkt steht Nationalität Deutschland. Zeige ich euch gerne. Hier. Ja. Ist sie scharf?
Da, könnt ihr das sehen? Nationalität? Deutschland. Okay. Dann soll es so sein. Nationalität Deutschland. So. Als erstes machen wir mal den Teppich im Gesicht weg. Der hat nämlich keinen. Wo ist das denn? Ach, ganz zum Schluss. Natürlich ganz zum Schluss. Bart. Mach erstmal komplett nackt. Ich glaube, der hat nämlich gar keinen. Dann fangen wir bei den Haaren an. Ich glaube, die Haare sind immer so ein richtig wichtiger Indiz, die meistens schon in die richtige Richtung gehen und dann sieht das Ganze schon sehr viel mehr aus, als es eigentlich. Also als es soll. So. Diesmal gibt es eine Cappy hier. Im Jugendbereich. Oh Mann, nicht Outfit. Echt out. So, jetzt habe ich die Haare ärgerlicherweise weggemacht. Also, welche hat der denn? Wahrscheinlich mittellang, oder? Mittellang, dann... Das hier? Ja, genau, das hier. Ich würde sagen, von der Haare kommt das schon fast hin. Nur die Farbe ist, glaube ich, halt schwarze Haare, aber ich kann die hier nicht färben. Aber er hat ja so einen Down-Touch da mit drin. Vielleicht nicht so extrem, aber es kommt schon hin. Aber ich, vielleicht haben wir noch eine andere Frisur, die wir nehmen können. Nee. Er hat ja mehr so nach hinten gekehlte. Das ist Jogi Löw. Haare. Fast so, aber nicht so strohig. Das sieht so strohig hier aus. So wahrscheinlich, wenn seine Haare offen sind. Also, das Gel raus ist. Ansonsten hier auf dem Foto, was ich hier gerade habe, was ihr eben schon gesehen habt. Da kommt die Frisur schon fast hin. Ich zeige euch das nochmal. Da, guck mal. Also nicht die hier jetzt, sondern die er standardmäßig hatte. Die hier. Guck aber nochmal bei langen Haaren. Ist wahrscheinlich zu lang. Puela. Was sind das hier denn für Haare, sag mal? Pavel Netwelt? Ich glaube mittellang und dann nehmen wir die Frisur, die war. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Hier, hoffe, die passt ganz gut zu ihm. So. Dann machen wir mit dem Gesicht weiter. Ich suche mal kurz ein paar Bilder dazu raus. Pack die auch gern wieder hier so zu bei dem Bearbeitungsbildschirm, dass man die da wieder sehen kann. Hier ist er mit Pep Guardiola. Ich schwör's euch, wäre die Nase noch ein bisschen weiter runter, so vorne der Zipfel ein bisschen weiter runter gebogen, könnte man fast sagen, kommt hin. So, wartet, ich suche gerade noch. Das ist eins von der Seite, das ist eins von vorne. Hier ist eins, wo er schimpft. Ich glaube, der Typ kann mächtig böse gucken. Bin ich mir sicher. Er sieht ein bisschen aus wie Cesar Millan. Oder? So, warte. Hier ist doch ein schönes. Wo habe ich das hier rausgesucht? Hm.
Keine Ahnung. Oh ja, das... Also mit dem Lippen hätte er wahrscheinlich nicht bei 96 unterschreiben müssen. Da hätte er auch den ein oder anderen Clubpräsidenten überzeugen können. Boah, das könnte auch schon hinkommen. Der aber auch fast. Also zumindest der Kolben. Jetzt sagen wir, nehmen mal den hier. Hier passt der Kolben schon so einigermaßen, oder? Boah, also der Kolben kommt da schon hin. Wir belassen den mal. Farbe. Oh, Farbe ist schwer. Ich kann das jetzt eigentlich nur von seiner Stirn abhängig machen. Er hat so sehr viele Streifen auf seiner Stirn. So Runzelfalten, sage ich mal. Ich weiß nicht, ob ich die auch habe. Ach so. Ja, das ist ja schon fast hier Lungenkrebs. Ich glaube, die werden nicht zu hell sein. So hell ist er, glaube ich, nicht. Der einzige, der vielleicht hingekommen wäre, hier sieht hier auf meinem Bild deutlich dunkler aus. Da sieht er fast so aus, würde ich sagen. Ich lass mal den. Augen hat er mehr so. Ja, so ein bisschen. So ein bisschen weiter drin, würde ich fast sagen. Bisschen weiter drin und die Haut lappt so ein bisschen rüber. Ähnlich wie bei mir. Die waren ganz schön, oder? Nee. So vielleicht. Direkt hier wegspringen. So dicke Glubscher hat er eigentlich nicht. Oder? Er hat eigentlich nicht so große. Oh, was habe ich denn jetzt gedrückt hier? Ich habe das Internet gelöscht. Hilfe! Weiß es nicht. Weiß es wirklich nicht. Nee. Ich glaube, ich nehme die hier. Vielleicht kann ich die noch ein bisschen bearbeiten.
hier außen hin. So. Groß. Oder klein. Was hat er für eine Augenfarbe? Weiß das einer aus dem Kopf? Ich muss aufs Handy gucken. Dort braun. Schau mir in die Augen. Kleiner. Schwer zu sehen, Alter. Kann das hier wirklich nicht so gut sehen. Also auf den ersten Bildern sieht es eigentlich sehr braun aus. Ja, ich würde sagen braun. Ja. Ja, ich würde sagen braun. Haben wir schon, oder? Farbe? Ich würde sagen, so. Ist das denn hier rot? Ja, ich würde sagen, er hat braun. Also so richtig schöne, knallige, braune Augen. So, Augenbrauen hat er. So was hier. Er hat doch nicht so gezoppelte Dinger hier, oder? Der hat doch mehr so Pornobalken. Sowas. Ah, oder? Weiß nicht, Kenan Kotok macht immer so ein. Nee, er hat dicke Beine. Nase. Wir merken uns die mal. Oh, die Nase. Nase, scheiße. Was hat der für ein Gold? Also er hat kein Stupsnäschen, sage ich jetzt mal. Er hat aber auch keine Türklinke. Nee. Na, die kommt eigentlich schon nah, aber. Aber arbeiten die nochmal, ich glaube, die hat nicht. Ich glaube, er ist schon ein Hocker. Hier so ein Ding im Gesicht. Also er hat so eine durchgehende Nase. Ich weiß, ist sehr nervig, aber ich muss ja erstmal ein passendes Bild finden. Ich finde hier keins von der Seite. Soll ich mal Kenan Kotschak Nase machen? Nase. So, hier ist eins mit Mundschutz. Das ist natürlich. Also, er hat schon einen stabilen Boxerzinken bei einem nötigen Respekt. Wobei es gibt auch Bilder, da hat das wiederum nicht. Hier ist eins von der Seite. Da kommt er. Ja, da kommt die Nase eigentlich schon hin. Ich lass sie. Warte, guck mal hin. So breit ist sie jetzt eigentlich nicht. Wir machen den mal wieder in der Mitte hier. Und
da hängt es eigentlich an. Wir machen den mal wieder in der Mitte hier. Mal zurücksetzen. Ja, die Nase kann so bleiben. Die ist ganz schön so. Gut, der Mund. Den Mund lasse ich auch so, der ist ganz schön. Wangen und Kiefer. Ich finde, Kenan Kotschak hat so ein bisschen den breiten Kiefer. Sowas vielleicht. So hier. Finde ich persönlich. Dafür sind aber seine Wangen, glaube ich, ein bisschen weiter drin. Kiefer, Wangen. Meint er hier mit groß? Oh, warte. Außen. Ich meine, die Backen dicker, oder was? Ich habe das Gefühl, hier ändert sich gar nichts. Ach, die Knochen da. Ja, stimmt. Ja, klein oder sind die eher groß bei ihm? Wollen wir auf Handy gucken. Ja, die sind schon da, die Dinger. Ja. Groß. So. Kiefer dick. So. Hoch. Schief. Eigentlich ist es fast so, oder? So würde ich sagen, so können wir den lassen, so in der Mitte weiter so. So, machen wir nochmal X. X. Was fühlt sich jetzt hier? Pustebacken oder was? Ach, da unten, der Kiefer ist jetzt noch breiter geworden. Oder wie sehe ich das? Wir lassen den mal hier in der Mitte. So, hier sind den Bereich. Ich glaube, so ist ganz gut. Gut, so lassen wir das. So. Kinn. Kinn ist schwer. Warum? Da haben wir so ein normales Kind. So. Ja, das kann doch bleiben. Ja, wir lassen das Kind. Ohren. Hm. Da muss ich gucken. Er hat auf jeden Fall große Ohren. Braucht er auch als Trainer. Er muss ja immer hören, was das Team so sagt. Weiß ich nicht, du. Ich bin echt überfragt, ich bin nicht gut in sowas. Schon eine halbe Stunde bauen wir einen Charakter. Wir wollen aber auf jeden Fall uns noch um die Mannschaft kümmern und ein Spiel werden wir bestimmt auch noch machen. Er hat ziemlich große Ohren. Oder die? Oder die? Komm, wir nehmen die hier. So, Haare haben wir. Bart hat er nicht.
Outfit. Meistens hat er hier so 96 Outfit an. So hier. Zieh scharf. Ja, so hier. Meistens. Ich packe das natürlich auch nochmal alles so rein. Vielleicht habe ich hier noch ein Bild, wo er mehr ist. Ja, guck mal hier. Glaube ich, das steht so für seinen Style. Warte, könnt ihr das sehen? So halt, ne? Komplett Trainingsanzug. Und da werden wir ihn noch hinbauen. Oh. So, drüber. Wir brauchen die Jacke mit Wappen. Ich würde auch diese Zuhälterjacke nehmen, da mit den Leuchten und so, aber... Lupfsportjacke. So, die kriegt er an. Zack. Unterteil. Trainingshose. Aber gibt es eigentlich keine Hose, wo auch das Logo drauf ist? Lässiger Stil. Könnte man auch nehmen, ne? Lässiger Stil. Ja, wir nehmen Trainingshose, komm. Outfit Accessoires haben wir nicht. Socken kriegt er natürlich rot an, weil er trainiert ja auch die roten. Schuhe hat er sowas hier. Oh, perfekt. So eine Dinge hat er da an. Geht das durch als Kenan Kotschak? Weiß nicht. Sieht eher aus wie ein Inder. Wie so ein indischer McDonald's-Verkäufer. Ah, bei allem nötigen Respekt natürlich. Weiß ich nicht. Also nah sieht auf jeden Fall besser aus, wie wenn er weiter weg ist. Wenn er weiter weg ist, dann denke ich mir so... Really? Warte, ich guck nochmal. Da bin ich nicht zufrieden. Ich wollte mein Handy mich hier schon wieder hingeschickt. Hallo. Ich bin absolut gar nicht zufrieden. Irgendwie. Ich weiß auch nicht. Wir müssen nochmal reingucken. Aber was könnten wir anders machen? Haare haben wir nicht so viel. Outfits. Meistens sind es ja oft die Haare, dass wenn man die vernünftig ändert, dann ist dieses Gesamtbild schon ganz anders wieder. Hummels. Das ist aber alles zu strohig. Wenn das alles nicht so strohig wäre, dann könnte man fast sagen, okay, das könnte seine Frisur sein, aber... Das ist aber so strohig ist dann... Kommt das nicht hin. Ach, ist egal, wir lassen unser Kenan Kotschak so. Nicht schön, aber selten. Und dann gucken wir, wo wir hinwollen. Wir wollen natürlich zweite Liga Hannover 96. Obwohl Hannover Wappen grün-schwarz-weiß ist, ist die Hauptfarbe des Vereins seit Jahren rot. Und auch die Grundfarbe des Heimtrikots ist traditionell rot. Der Verein konnte zwei Meisterschaften und ein Landespokal erringen. Als Hannover im Pokalfinale 1992 gegen Borussia Mönchengladbach gewann, war der Verein der erste Zweitligist, der sich den deutschen Pokal holen konnte. Und letztes Jahr, da wir hier bei FIFA 20. Wir haben 19 Millionen zur Verfügung. Wir wollen zu Hannover 96.
Spielschwierigkeit, wir fangen wieder auf Profi an. Halbzeitlänge machen wir. Machen wir 6 oder 5 Minuten? Machen wir 5 Minuten. Währung ist Euro, Europapokal ist aktiviert. Transferfenster aktiviert das erste. Das werde ich wieder deaktivieren, weil ich halt möchte, dass die Vereine erstmal so bleiben. Jobangebot, Nationalmannschaft aktiviert. Verhandlungshärte, lege die Härte der Transferverhandlung, Verein und Spieler fest. Locker, was gibt's noch? Streng, wir lassen auf locker. Übernahme, erhalt zu Beginn deiner Karriere eine Finanzspritze, ist deaktiviert. Wir machen wieder, wenn wir 5 Spiele gewinnen, schalten wir einen hoch. Also, oder 5 Spiele nicht verlieren, schalten wir einen Schwierigkeitsgrad hoch. Stadion können wir nicht einstellen. Wer ist. Ja. Weiter. Der Fußball ist wieder da. Am Beginn jeder neuen Saison sind alle voller Hoffnung und Träume. Was bisher geschah, zählt nicht mehr. Wir konzentrieren uns auf die Zukunft, auf das, was wir erreichen werden. Das erste Spiel einer neuen Saison ist der erste Tag unseres restlichen Fußballerlebens. Okay. Wenn's wie du möchtest. Habe ich bei meiner anderen Karriere bei FIFA 20 auch so lange gebraucht? Neue Karriere erstellen. Ich lösche das mal hier. Hannover 96. So. Ja. Okay. Saisonvorbereitung, Turniereinladung. Hannover 96 wurde zu einem Vorbereitungsturnier eingeladen. Das ist eine großartige Möglichkeit, Spieler kennenzulernen. Mit verschiedenen Taktiken zu experimentieren und das Team auf der Saison einzustimmen. Auf die Saison einzustimmen. Nicht zu vergessen, das Preis gibt für ein gutes Abschneiden. Wir wollen hier 5 Millionen. Oh, die Gegner sind scheiße. Oh gut, Anderlecht würde mich reizen. Champions Trophy. Die sind eigentlich auch gute. Wir nehmen die 5 Millionen. Komm. Was soll schon passieren? So, okay, das Menü ist auf jeden Fall anders. Kotschak, Nummer 1. Sieht absolut nicht aus wie Kenan Kotschak. Aber was soll's. Was haben wir? Mitteilung. Uns ist bewusst, dass Trainerstab und Spieler eine lange und kräftezehrende Saison hinter sich haben. Deswegen schätzen wir uns umso mehr. Schätzen wir es umso mehr, dass sie in Europa International Cup Teilnahme bestätigt haben. Ja, das ist Freundschaftsspiele. Hallo Boss, in unserem Verein muss alles auf einer soliden Grundlage stehen. Daher investieren wir in junge Spieler und unsere Nachwuchsakademie. Wir glauben daran, dass wir unsere eigenen Talente finden und entwickeln können. Bitte schauen Sie sich unsere aktuellen Nachwuchsspieler gründlich an. Sie sind dafür verantwortlich, das Optimum aus möglichst vielen dieser Spieler rauszuholen. Unserer eigenen Analyse zufolge denken wir, dass vor allem Atem Pokarev mit seinen grandiosen Fähigkeiten das Talent hat, ein Weltklasse-Spieler zu werden. Wir sind überzeugt, dass dieser junge Mann eine tolle Zukunft bei unserem Club hat. Wenn sie gut mit Artem Pokarev umgehen und er hart an sich arbeitet, kann er ein ganz großer werden und die Zukunft dieses Clubs entscheidend prägen. Schön, dass Sie bei uns sind. Wir freuen uns auf die Erfolge, die Sie hoffentlich bei unserem Verein feiern werden. Bei Hannover 96 werden die Erfolge nicht nur in der Ergebnisse auf dem Rasen gemessen. Es gilt, eine Marke zu stärken, das Geschäft auszubauen und die Fans zufriedenzustellen. Angesichts des Selbstverständnisses und der langfristigen Pläne von Hannover 96 müssen Sie sich insbesondere um folgende Bereiche kümmern. Erfolge national, das Abschneiden des Teams in der Liga und im Landespokal. Markenpräsenz, das stärken der Vereine. Okay. Ehrlich cool, hat uns seine ersten Bericht geschickt, alles klar. Ich möchte mich vorstellen, alles klar, grüß dich. So, jetzt haben wir, was haben wir? Trainingstag. Mit Kotschak steht Hannover vor goldener Zukunft. Bei Hannover 96 hat man also Kotschak das Sagen. Nachdem wohl mehrere Kandidaten im Ring gewesen waren, entschied sich der Vorstand am Ende für Kotschak. Unsere Aufgabe ist es, den Verein nach vorne zu bringen. Unter allen möglichen Kandidaten war das einfach die perfekte Wahl. Genau diese Vision hatten wir uns gewünscht und sind sicher, dass der neue Hannover 96-Boss alles geben wird, um mit uns Erfolge zu feiern.
teilte der Hannover 96 Vorstand in einem Statement mit. Viele Experten halten Kocak für eines der vielversprechendsten Nachwuchstalente der Fußballwelt. Ja, hat schon graue Haare. Bei Hannover 96 werden nun zweifelsohne Selbstbewusstsein, Ambitionen, Furchtlosigkeit Einzug halten. Hannover 96 gegen Darmstadt am ersten Spieltag der Saison war die Nachricht, die den Fans von Hannover 96 im Saisonplan auffiel. Hat Hannover wirklich gegen Darmstadt gespielt? Erstes Spiel? Ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß es gar nicht mehr. Oh. Trainingstag. Schnellsimulation. Wochenterminplan. Tägliche Aktivitäten. Schau dir tägliche Aktivitäten deiner Mannschaft bis zu 2 Wochen im Voraus an. Terminplanregeln. Lege Regeln fest, um die wöchentlichen Aktivitäten der Mannschaft zu bestimmen. Dazu gehört beispielsweise auch, was die Spieler vor und nach jedem Spiel machen. Was? Wenn du den Terminplan deines Teams noch stärker beeinflussen möchtest, kannst du Aktivitäten für jeden Tag manuell festlegen. Extrem heiße Kartoffel, Abwehrszenarios, 10 Dribbler. Hier haben wir Ruhetag, die Spieler ruhen sich aus. Dadurch steigt ihre Fitness leicht, aber ihre Bissigkeit sinkt leicht. Drücke X, um die Aktivität zu ändern. Hier haben wir ein Freundschaftsspiel, was haben wir hier? Die Fitness der Spieler steigt stark, aber ihre Bissigkeit sinkt stark. Drücke X, was zu ändern. Hier haben wir wieder ein Testspiel. Erholungstag, was machen wir? Was macht man da? Ruhetag. Spiel. Erholungstag. Dann haben wir wieder Training. Ruhetag, Training, Ruhetag, Training. Jo, sieht gut aus. Kalender. Im Kalender findest du die nächsten Partien und andere geplante Aktivitäten, solche Training, Ruhepausen, Erholungstag und Pausentag. Du kannst bis zu einem bestimmten Saisonpunkt simulieren, um dich auf die wichtigsten Spiele zu konzentrieren. Lege Terminplanregeln fest, um die wöchentlichen Aktivitäten der Mannschaft zu bestimmen. Dazu gehört beispielsweise auch, was die Spieler vor und nach jedem Spiel machen. Das ist ja, wow. Das ist mal ein Brett. Terminplanregeln. Weichern? Nein. Kann ich auch ein weiter? Achso, da kann ich einen Monat weiter. Ach, das ist immer automatisch hier alles geregelt. Training. Ja, das ist doch gut so. Das kann man doch schon fast so lassen. Aber Training können wir simulieren, ne? Entwicklung. Was ist das? Hilfst du mal den Spielern bei ihrer Entwicklung, damit sie ihr volles Potenzial entfalten? Spielerinformation. In dem Teamzentrale findest du sämtliche Infos zu deinen Spielern. Beispielsweise ihre Statistiken, ihre Attribute, ihre Werte und ihre Vertragsdetails. Lege für jeden Spieler einen Entwicklungsplan fest, um genau die Fähigkeiten zu stärken, die für dich im Vordergrund stehen. Biete Spieler zum Verkauf oder zur Leihe an, wenn du sie nicht mehr brauchst oder gewinnbringend abgeben willst. Mit Spielern, die du behalten willst, solltest du aber eine Verlängerung sprechen. Das sind ja unfassbare Möglichkeiten hier. Plan ausgeglichen. Was heißt ausgeglichen? Wie hart er trainiert, oder was? Wie kann ich den Plan nehmen? Ach hier. Aktion. Hä? Ach, die sind ausgeliehen hier. Der ist bei Duisburg, der ist bei Köln. Der ist hier. Alles ausgeglichen. Ich würde sagen, das lassen wir auch so. Finanzen. Okay. Wow, das sind ja wirklich sehr, sehr gute
Neuerung. Dominik Kaiser. Was möchte er? Hallo Boss, im Namen des gesamten Teams möchte ich Sie herzlich bei Hannover 96 begrüßen. Ich freue mich auf die Zukunft. Vor uns liegt viel Arbeit. Schön, dich kennenzulernen. Schön, dass ich jetzt bei euch bin. Ich freue mich auf unsere künftige Erfolge. Kann man mal sagen. So, 4-4-2. Was ist mit Kaiser? Minus 3? Was stimmt denn da nicht? Gleich weg. Bissigkeit. Die Bissigkeit stärkt die Leistung der Spieler und macht sie in ihren Partien effizienter und aufmerksamer. Achte auf genug Training und Spielzeit, um für eine hohe Bissigkeit zu sorgen. Die Fitness beeinflusst die athletischen Fähigkeiten der Spieler. Gönne Spielern genug Ruhepausen und Erholungspausen, damit sie in den wichtigsten Partien über optimale Fitness verfügen. Die Spielermoral beeinflusst die Leistung auf dem Rasen. Sorge dafür, dass Spieler zufrieden sind, indem du Wünsche, zum Beispiel Spielzeit und Vertrag, erfüllst. Stärke die Moral in Pressekonferenzen. Okay. 4-4-2. Warum hat er ein Ausrufungszeichen? Was heißt das Ausrufungszeichen? Weil er jetzt defensiv spielt? Hat er minus 3 oder was? Eigentlich möchte ich nicht diese Aufstellung spielen. Aber so viele Möglichkeiten habe ich noch nicht, um anders zu spielen. Ich habe Haguchi eigentlich lieber auf der 10. Anfällig für Verletzungen. Haguchi. Oh, hier, Mike Franz, 69er. Granate. Okay. Wir brauchen auf jeden Fall Flügelspieler. Wir haben ja gar nichts. Eigentlich möchte ich eine andere Aufstellung spielen. Ich möchte eigentlich die hier spielen. Aber wie gut wird das wieder funktionieren? Haraguchi. Ach deshalb, guck mal, er hat hier minus 6, weil er jetzt hier steht und da nicht spielen kann. Das heißt, wenn wir ihn jetzt hier hinstellen, ist er wieder 72. Oh, beide kriegt minus 11. Nicht schlecht. Haraguchi hat da plus 1. Aber er hat hier auch. Den ist das egal, der spielt doch da, oder wie? Wenn ich den jetzt ins Tor stelle, was hat er da? Minus 53, ja, kann man machen. Was ist denn der dann noch? Gar nichts mehr. Kann der Sturm spielen? Minus 4, immer noch ein 30er. Ist gar nicht so schlecht. Weiland kann noch nicht auf der 10 spielen. Scheiße. So, warte mal. Wenn wir jetzt zum Beispiel... Ach, guck mal, Kaiser, hier hat er 72. Was hat er hier? Da hat er doch aber auch noch, da hat er doch auch nur 2. Ach nee, minus 3. Also 72 minus 3. Ach du Scheiße. Und Franz ist egal, der spielt einfach überall. Ach du Heiliger.
Was soll ich denn hier für eine Aufstellung nehmen, Alter? In Hannover Standardausstellung. Kaiser hier steht, dann hat er 73 jetzt, oder wie? Aber Dubschat minus 4. Haraguchi hat hier plus 1. Also hat Haraguchi hier... Spielt er lieber hier, oder? Dann hätte er, ist er hier jetzt ein 73er, oder wie muss ich das verstehen? Der kann hier nicht spielen. 71er. Du Scheiße, ist das kompliziert. Ich hab doch Haraguchi so gerne auf dem Flügel. Auf der 10 meine ich. Er ist ja angegeben als ZOM. Also als zentrales Mittelfeld. Warum kriegt er da aber plus 1? Gibt es da keine mehrere Position spielen kann? Rechtes Mittelfeld, jetzt spielt er rechter Flügel. Das ist ja blöd. Und ich habe keinen linken Flügelspieler. Scheiße. Und was ist, wenn wir den hier hinstellen? Oha. Das ist ja... Tja, das haben wir nicht so erwartet. Problem ist jetzt, ich habe kein keinen linken Flügelspieler. Den ich da hinstellen könnte. 4-2-4. Das 4-2-2-2. 4-4-2 flach. 4-4-2 halb. Müssen wir den nehmen? Damit alle glücklich sind. Wir belassen erstmal bei dieser Aufstellung, würde ich sagen. Versuchen mal, keine Ahnung, schon ewig lange nicht mehr 4-4-2 gespielt. Aber wenn die es so möchten, dann machen wir das ausgeglichen. Kapitänis Kaiser, Kaiser, Kaiser. Kaiser, das macht Kaiser hier. Nur Elfmeter, nicht den macht Dutsch. Übergreifend. Warte. Washing in like ocean waves, so let me drown.
guck, Schindler ist es hier auch egal. Er könnte auch links spielen. Also könnten wir im Prinzip, wenn wir einen Stürmer spielen, ach egal, wir versuchen das mal so. Warte, hier wollte ich nochmal gucken. Wir machen Block nach Federn, oder? Und dann Block. Jawohl. Siehst du, wie lange dabei? Schneller aufbauen. Ballbesitz. Jawohl, ausgeglichen. Okay. Speichern. Versuchen mal so reinzugucken. Versuchen mal, was wir so machen können. Starten mal. Direkt gegen Schindler überhaupt. Rio Ave. Spiel. Lege sofort mit dem Spiel los, steuere deine Spieler und führe sie zum Erfolg. Betrachte die Partie beschleunigter Form aus der Vogelperspektive. Du kannst im Spielverlauf die Taktik anpassen und Wechsel vornehmen oder sogar selbst eingreifen, falls es nicht läuft. Bringe sie sofort zum Schlusspfiff. Nee. Wir wollen spielen. Spielen. Bin sehr gespannt. Ich habe auf jeden Fall noch keine Ahnung, wie das da so läuft. Warum die dann plus 1 haben oder nicht. Haraguchi, ich verstehe nicht, er ist ZOM. Aber Flügel fühlt er sich Zuschauer, wohl, ich darf Sie sehr herzlich willkommen heißen hier bei unserem heutigen Spiel. Wolfuß und der Kollege Frank Buschmann sind auch heute wieder das gewohnte Kommentatorenteam. Und wir übertragen Ihnen eine Partie am ersten Spieltag dieses Vorbereitungsturniers. Und zwar vom European International Cup. Das dürfte eine richtig gute Partie werden. Wo stehen die Teams? Was können sie zu diesem frühen Zeitpunkt schon abrufen? Achten wir heute vor allem mal darauf, wie beide personell aufgestellt sind. Und von daher wird das sicherlich ein spannendes und interessantes Spiel heute. Was mir auf jeden Fall auffällt, ist es langsamer. Mike irgendwie Franz. Gefühlt. Puls. Der Trainer der Gäste sagt es ja immer wieder, wie wichtig für ihn das Pressing ist. Ja, Wolf. Und die Handschrift. Dieses Trainer. Nur noch der Torwart vor sich. Das ist doch gefährlich. Warum geht da keiner hin? Sind die Fans sauer? Aus ihrer Sicht musste es da Elfmeter geben. Felipe Augusto. Weg ist der Ball. Sie haben also einen neuen Trainer, einen neuen Mann an der Seitenlinie, denn die Ambitionen, die sind in dieser Saison nicht zu übersehen. Man will aufsteigen. Und ob er das schaffen kann, da warten wir mal in Ruhe ab. Heute ist das erste Spiel. Eine erste Bewährungsprobe. Druck ist da, keine Frage. Aber das ist jemand, der mit Druck umgehen kann. Hey. Und jetzt haben sie die große Chance zu direkt Elfmeter, tolle Bus. 11 Metern. Das könnte eine entscheidende Szene dieses Spiels gewesen sein. Keine Frage, das ist ein Elfmeter. Aber der Schiedsrichter zeigt ihm keine Karte, Buschi. Strafstoß natürlich die richtige Entscheidung. Aber keine Karte zu zeigen, also da liegt er daneben. Oh, fuck. Gute Chance, klar. Aber sie gesehen, wie er gezittert hat. Elfmeter. Und hier wird es Einwurf geben. Und ihn. Dominik Kaiser. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. Sie machen Druck, da haben sie den Ball. Oh, da ist er durch. Sie machen das Tor. Das haben sie natürlich perfekt gemacht. Sind früh draufgegangen, früh gestört. Klasse Aktion. Der Weidund. Der Henrik Weidund. Da
kommt die Wiederholung nochmal. Wir sehen den Ballverlust. Das ist eine Unaufmerksamkeit. Der Ball ist weg. Die Gefahr ist da. Gut gemacht. Das Tor ist da. Haben Sie sich selbst zuzuschreiben. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Das Turnier ist top besetzt. Keine Frage. Insofern freuen wir uns drauf, oder? Unbedingt. Da sieht man dann auch den Stellenwert. Schön. Oh, viel Platz jetzt. Das Tor ist offen. Stark gemacht. Nochmal der Treffer in der Wiederholung. Jetzt sehen wir auch, ob das Tor zählen muss. Und da hilft natürlich die Torlinientechnik. War ein knappes Ding, aber es zählt. Knapp, ich bitte euch. Die Frage ist, ob das ohne die Technik auch funktioniert hätte. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Oh. Da trennt er ihn vom Ball. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Da kommt er raus. Gefährlich jetzt. Was war das denn für ein Konter? Und was für ein Tor. Alles richtig gemacht. Lücke erkannt. Ball nach vorne gebracht. Und dann der perfekte Abschluss. Klasse. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Sie zieht den Konter perfekt auf. Und hier sehen wir, ist das hier auch noch die Profi, gesamte oder? Abwehr einfach abhängt. Und Wolf am Ende hatte auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Lopez. Gut. Kaiser. Und jetzt haben sie den Ball. Da mit viel Übersicht. Die Gelegenheit. Da ist das Tor. 4-0. Also Duck sieht jetzt auch nicht aus wie Duck. Nimmt er aber wirklich ganz genau Maß. Unter der Latte schlägt das Ding ein. Eindeutiges Resultat bis hierhin. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Duksch. Das könnte gefährlich werden. Da hat er die Chance. Ein fantastischer Treffer. Das ist doch auch noch Profi, oder? Und ein weiteres Tor. Sie scheinen das hier bis zum Ende ganz seriös durchzuziehen. Keine guten Nachrichten für den Gegner. Nee, Wolf, nicht wirklich. Die haben jetzt alle Hände voll zu tun, um eine noch höhere Pleite zu verhindern. Und der Gegner strahlt nicht mehr allzu viel Gefahr aus. Ich denke, das Ding ist durch. Das ist wirklich... Wieder ein guter Pass von ihm. Nicht das erste Mal heute. Dominik Kaiser. Super dazwischen gegangen. Da wäre Platz für den Konter. Komm. Klasse Einsatz, faires Tackling. Fantastico. Nachspielzeit ist angezeigt, es gibt noch eine Minute obendrauf. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Oh Scheiße, das habe ich nicht aufgepasst. Ganz alleine machen, aber da wird er aufgehalten. Merkt ihr, ich werde direkt wieder leichtsinnig. Man ich glaube nicht, dass man sich zu weit aus dem Fenster lehnt, wenn man dieses Spiel... Kann ich hier irgendwo Einstellungen gucken? Nö. Kann er nicht. Gucken wir gleich. Es kann weitergehen. Die zweite Hälfte im Auftaktmatch läuft.
Felipe Augusto. Klasse, wie er dahin geht. Einwurf. Fantastisch. Mike Franz. Duxch. Warum läuft der da oben nicht weiter? Gibt's jetzt die Gelegenheit. Schönes Zuspiel. Da macht er ihn rein. Das und irgendwann hätte ich nicht erwartet. Aufzuhalten und bleibt auch vor also dem es ist vom spielerischen, ruhig. Eine vom Spielen her schon anders. Es ist deutlich langsamer irgendwie. So die Spieler, man hat immer das Gefühl so absolut dominant, wie träumen. Man will weglaufen, man kommt aber nicht vom Fleck. So fühlt es sich so ein bisschen an. Es macht Spaß, wirklich Spaß. Der Ball ist im Seitenhaus, Einwurf. Aber der Freistoß, klare Sache. Ja, ich bin gerade irritiert, weil ich 6-0 führe. Ich meine, na klar, wer ist das? Welche Mannschaft? Er ist da und kann den Ball hier klären. Aber stark verteidigt. Ich meine, 6-0. Auch dieser Ball kommt an, das macht er gut heute. Kacke. Sie holen sich den Ballbesitz. Vorteil in dieser Situation. Ja, und diese Entscheidung ist richtig. Da nichts passiert. Und das ist auch die richtige Entscheidung. So, und jetzt geht auch wieder das große Weg. Oh, Pelé wurde eingewechselt. Klasse Seitenwechsel. Mané auch. Schöne Aktion. Jetzt kriegen wir Arsch voll. Okay, wo seid ihr? Mike Franz. Wird das eine Torchance? Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Elfmeter, bitte. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Es wird gleich gewechselt. Ja, der Trainer hab ich clever gemacht, ne? Ich bin richtig mit Absicht neue Impulse setzen. Rausgerutscht. Guck, guck. Jetzt. Ja, das war tatsächlich abseits. Gutes Auge vom Assistenten. Bei Ihnen wird es jetzt eine Auswechslung geben. Duxch. Kein Tor, aber das werden sie jetzt werden. Richtig der Kotschak aus. Vielleicht hat er sogar ein bisschen zu viel Kraft reingelegt in diesen Schuss. Sie sind heute einfach sehr offensiv stark, immer wieder tolle Möglichkeiten. Und dann brauchst du eben auch die Coolness, die Cleverness, die Dinger zu machen. Dann hast du so eine Führung. Ja. Die Gelegenheit für die Flanke. Köpfe. Die Gelegenheit. Oh. Da passt der Klasse auf. Den hier sehen. Gibt Ecke. Doch, definitiv, das ist Kotschak. Jetzt kommt die Ecke. Da können sie erstmal klären. Oh. Sie geben den Ball ab. Mané. Auf geht's, Hannover. Der Ballverlust. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Schon. Genki Araguchi. Lange Flanke jetzt. Oh, wir wechseln mal. Können eigentlich richtig durchhauen jetzt hier. Wir bringen Biol für. Oh, der hat minus 4 hier. Warum? Weil er ist das 442. Warte. So. Besser. Gut. Sulimani machen wir für Henne. Valette. Schindler bringen wir für den für Haraguchi, Sumasi dahin. Dann haben wir nur noch Alice.
Den bringen wir aber noch nicht. Es gibt hier die Ecke. Von ihm kommt bisher zu wenig, das muss man so sagen. Harmlos sein Auftritt bisher. Er kann sich da vorne überhaupt nicht in Szene setzen. Aus? Das ist auch ein Grund für den Rückstand. Oh ja, so schnell. Ecke kommt in den 16er. Direkt. Ein unfassbares Tor. Und da macht er gleich sein Joker-Tor. Klasse, wie er sofort da ist. Direkt reingelöffelt. Da kommt der Treffer nochmal, erst die Ecke und dann ist er stark. Unwiderstehlich, wie er da mit dem Kopf zum Ball geht. Und dann ist der Treffer nicht mehr zu verhindern. Ich glaube, das muss an der Mannschaft liegen. Das wird heute wohl nichts mehr für See. Das Spiel ist fast vorbei. Normale Torhüter würden, glaube ich, rauskommen. Jetzt ist die Kugel weg. Schöner Pass, jetzt vielleicht. Hier darf ja jeder mal heute. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr heftig abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, ich konnte den Ball das ganz fühlen. Cool im Tor unterzubringen. Dominante Vorstellung heute. Sie lassen wenig zu und sind selbst eiskalt vor dem Tor. Gleich hier der Wechsel. Oh. Bei der nächsten Unterbrechung dürfte es soweit sein. Simon Fallett. Fallett. Duxch. Sie kommen über den Flügel. Hereingabe geht darüber an den Langpfosten. Wo kommst du hin? Da ist die Flanke. Oh. Schöner Einsatz. Wichtig, dass Sie da klären. Der Blick auf die Uhr. 9 Minuten bis zum Ende. Sie kommen jetzt über außen. Und da ist der Ball wieder weg. Jetzt warten hier beide Teams auf den Abpfiff. Das war eine einseitige Partie. Stark. Und wir sehen einen verdienten Sieger. Gut aufgepasst. Die Flanke wurde abgeblockt. Ich muss gestehen, das ist wirklich sehr, sehr realistisch. Zumindest so, wie es sich alles anfühlt. Es gibt einen Wechsel. Hat eben schon mal geklappt. Jetzt die Ecke. Oh. Wirklich torgefährlich ist das am Ende nicht. Nee, den Kopfball trifft er einfach nicht richtig. Kommt nicht hinter dem Ball, viel zu ungefährlich. Pinto. De Sergio. Pelé. 4 Minuten bleiben hier noch. Weg, aus. Doch außen nicht. Ist jetzt Platz. Ecke. Der Ball ist im Tor aus, es gibt Ecke. Das könnte nochmal gefährlich werden. Ecke kommt in die Mitte. Situation geht weiter, den immer noch gefährlich. Kingsley Schindler. Da ist jetzt Platz. Und jetzt die Chance. Fällt das Tor doch noch. Er hat Tor Nummer 3. Unfassbar. Wahnsinn, 9 seine Stück. Form. Der trifft nach Belieben. Tanzt die Abwehr ein ums andere Mal aus. Aber ein schöner Lauf von Schindler. Muss man so, offen und ehrlich gestehen. Ja, die ist Ausgangspunkt für diesen Treffer. Und gut gehalten und dann. Dann ist die Chance da, da ist die Lücke und dann fällt das Tor. Marvin Duxch. Und der Duxch. Gegner strahlt nicht mehr allzu viel Gefahr aus. Ich denke, das Ding ist durch. Damit ist dieses heutige Spiel also zu Ende. Der Sieg geht hier an die Gastgeber. Sie haben das heute super gemacht. Ich habe hier wirklich den Joystick in der Hand. Eingestellt. Das war Tatsache. Ich diese Partie versuche 4 Tore, 3. Marvin Duxch. Wenn das Marvin Duxch ist, ist der Trainer auch Kotschak. Was haben wir denn? Wir haben nur 53% Ballbesitz. Okay. Oh, ich möchte gegen Anderlecht spielen. Ich weiß nicht warum. Irgendwie mag ich die. Duxch-Tor besiegelt. Rio Ave Niederlage.
Duxch verhalf seinem Team mit seinem Tor zu einem 9:0-Sieg gegen Rio Ave. Warte, was Fans freuen sich. Kotscher konnte im ersten Spiel bei Hannover einen überzeugenden Freundschaftsspielsieg gegen Rio Ave FC verbuchen. Da Teams in solchen Testspielen aber bekanntermaßen gerne experimentieren, sollte man diesem Resultat zwar keine allzu große Bedeutung mehr. Aber Kotschak ist ja sehr dunkel, ne? Was will er? Vorbereitungsspiele stehen ja eigentlich nie besonders im Fokus, aber bei Kenan Kotschak sieht das ganz anders aus. Denn alle fragen sich natürlich, wie es mit dem neuen Boss bei Hannover 96 laufen wird. Die Fans werden das Ergebnis und die Ausstellung sicher genau beobachten. Okay. Jetzt haben wir Bologna. Jetzt haben alle plus 2, plus 1, plus 2. Ich weiß nicht. Oder ist das die Fitness? Ach nee, schießen, dribbeln. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Irgendwann nehmen wir jetzt mal ein bisschen was anderes mit hier. Stehle. Ich würde sagen, ich werde die Folge jetzt einmal beenden. War lang genug, schon eine Stunde. Jawohl. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Könnt mir gerne reinschreiben, wie ihr Kenan Kotschak findet. Ich glaube, er ist nicht so gut gelungen, aber... Habt ihr Marvin Dutsch gesehen? Ey, dann würde ich locker da arbeiten können und könnte da Spieler bauen. Also, ne? Okay. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Lasst mir was da und bis dahin. Ciao, ciao.